rock'n'roll@finnipunk.de und wir sind bei Dell in London beim Technology Camp und hier wird unter anderem der neue Dell Latitude 2110 gezeigt. Das ist eine Weiterentwicklung des 2100. Dieses Modell hat den 2110 gibt es ja nur damit, den Intel Atom N470 mit 1,83 GHz an Bord. 1 GB RAM, eine 160 GB Festplatte und in diesem Fall das schöne neue HD-Display. Hat zwar eine glossy Oberfläche, arbeitet aber mit 1366x768 Pixeln und ist daher sehr scharf und auch, wie ich finde, in der Größe noch sehr gut ablesbar. Zur Not muss man halt ein bisschen zoomen. Das Gerät hier wird im Rahmen der Connected Classroom Demo gezeigt, will heißen, das ist für den Schuleinsatz gedacht. Dell vermarktet den Latitude 2110 aber auch als Business Netbook. Das ist unter anderem auf die matten Oberflächen zurückzuführen und wie man vielleicht gleich sehen wird, setzt der Hersteller auf das Motto biegen und nicht brechen. Ich habe eben schon ein bisschen dran rumgewirkt. Das Display lässt sich erstaunlich stark verbiegen. Auch der untere Teil ist sehr flexibel. Da muss man sagen, haben sie gut hinbekommen, denn brechen auf jeden Fall vermeiden, aber biegen ist ja in der Hinsicht sicherlich okay. Gucken wir uns dieses Ding mal näher an. Hier oben haben wir die Webcam mit ihren 0,3 Megapixel. An den Seiten jeweils zwei kleine Lautsprecher. Und hier oben geht's los mit dem Stromschalter, die üblichen Status-LEDs für Scroll-Lock, Num-Lock und Caps-Lock. Hier drüben gibt es drei geteilte Tasten für die Lautstärke-Einstellungen. Die Tastatur ist zwar ein Chiclet-Style bzw. Island-Style-Keyboard, aber die Tasten sind, wie man auf dem Video hoffentlich noch erkennen kann, leicht gewölbt, sodass die Tasten beim Tippen sehr viel besser zu finden sind als auf so manchem flach gehaltenen Chiclet-Keyboard. Links vorne geht es weiter mit den Status-LEDs für den Einschalter, die Festplatte, den Batteriestatus und das WLAN. Das hier vorne sind entweder ein paar Lüfterschlitze oder Dell hat da nochmal Lautsprecher drin, was ich allerdings nicht glaube, denn oben gibt es ja bekanntermaßen bereits zwei Lautsprecher. Dazu kommt ein SD-Kartenslot. Multicard-Reader wird das nicht sein. Und an der rechten Seite zwei USB-Ports, ein Ethernet-Anschluss, der Stromanschluss und das Kensington-Lock. Auf der anderen Seite, wenn wir gleich feststellen, gibt es noch ein Kensington-Lock. Damit lässt sich da ein Tragegriff dran befestigen an dem Gerät. VGA-Anschluss, die Lüfterausgänge der CPU, ein USB-Port und die typischen Audioanschlüsse. Dieses Modell hier ist die Version mit dem kleinen 3-Zellen-Akku. Der hat 28 Wattstunden und sollte ungefähr 3 bis 3,5 Stunden, wenn es hochkommt, halten und ragt nicht weit aus dem Gehäuse raus. Die 6-Zellen-Version, das zeige ich euch dann in einem Foto, was hoffentlich in dem Video dann nachher eingeblendet wird, die steht dann doch ganz erheblich über, ist aber auch wieder aus sehr stabilem Plastik. Daher hi, ich bin Rudolf von netbook.de und wir sind bei Dell in London beim Technology Camp.